Ja, oft werde ich gefragt, warum machst du eigentlich eine Nachsorge? Und ja, die Antwort ist im Prinzip ganz einfach. Wichtig ist zu klären und genau und frühzeitig zu erkennen, wenn es in die falsche Richtung gehen könnte für die Unfallopfer. Denn wenn man einmal ein Teilhabeziel erreicht hat, dann ist es auch die Aufgabe, dieses Teilziel oder Teilhabeziel auch weiter zu sichern, weil dadurch kann natürlich, wenn man da nicht nachsorgetechnisch rangeht, eine Fehlentwicklung eintreten. Und so eine Fehlentwicklung ist manchmal schleichend. In der letzten Woche war ich unterwegs in der Grafschaft Bentheim und habe einen Schädel-Hirn-Verletzten und seine Mutter besucht. Und wir sprachen über seine derzeitige Teilhabe am Arbeitsleben. Ganz konkret hatte er Fragen zu einer Maßnahme, die wir noch machen werden, ein beruflich-neurologisches Assessment, um zu schauen, ja, ist die Arbeitszeit derzeit bei 6 Stunden so in Ordnung oder was müssen wir machen, um diese 6 Stunden zu erhalten? Geht noch mehr oder sind die 6 Stunden schon zu viel? Daneben geht es natürlich dann auch um Fragen der therapeutischen Versorgung und dieses manchmal so eingeschliffen und da kann man natürlich dann an dem einen oder anderen Rädchen noch drehen und schrauben. Und das haben wir besprochen und werden eine Veränderung in den Therapien vornehmen, um sie etwas zu reduzieren, weil der Therapieumfang stört zurzeit die Teilhabe im Arbeitsleben. Nicht ganz konkret, der Mann hat keine Möglichkeit mehr, seine Zeiten, also seine Freizeit zu gestalten, weil er im Prinzip nur noch arbeiten geht und dann die Therapien durchführt, um seine Arbeitskraft zu erhalten. Das war's jetzt von mir erstmal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Tschüss.